verschneiten Grand Canyon. Das mag unsere ausländischen Zuschauer überraschen, ist aber gar nicht so ungewöhnlich. Der Grand Canyon hat ein besonderes Mikroklima und das wird die Reflexe unserer Fahrer auf eine harte Probe stellen. Knappes Rennen bisher. Jeder könnte in Führung gehen. Jetzt vom Asphalt ins Gelände. Mal sehen, was das für Auswirkungen hat. Oder sind unsere Fahrer so fit, dass sie den Unterschied nicht mal merken? Heute könnten Legenden entstehen. Das ist hohe Fahrkunst, Ladies and Gentlemen. Seht euch nur diese Landschaft an. Einfach umwerfend. Ich frage mich, wie sich die Fahrer bei dem Anblick aufs Rennen konzentrieren wollen. Das ist ein außergewöhnliches Rennen, Leute. Live, das beste Kamerasystem auf dem Markt, ist stolz, euch das vierte Rennen der Extreme Series zu zeigen. Live, erfassen, aufnehmen, teilen. Stellen wir unsere Fahrer am Colorado River auf die Probe.
Und jetzt kommt der wirklich schwierige Teil des Rennens. Es gibt enge Kurven, schmale Passagen und einen langen Abstieg ganz ohne Leitplanken. Und da ist der schneeglatte Untergrund noch gar nicht einberechnet. Das schreit geradezu nach einer vorsichtigen Fahrtechnik. Diese Brücke zeigt, dass wir uns der Ziellinie nähern. Fahrer, wenn ihr angreifen wollt, dann jetzt oder nie. Danke an alle, die hier am Grand Canyon verfolgt haben, wie die Live Extreme Series die weltbesten Fahrer auf die Probe stellt. Folgt uns weiter in den sozialen Medien und passt auf, Rennen Nummer 5 wird der Hammer.